Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen zu einer neuen Review hier auf GeekRiki, dem Nerdkanal. Uns zieht's heute mal ins feudale Japan und um was es genau geht, das seht ihr jetzt. In den Zeiten der Shinobi sind die Schatten tödlich. Ein Buch von Sylvain Runberg und Xu Sifeng. Schatten der Shinobi. Im feudalen Japan steht ein Bürgerkrieg kurz bevor. Kaiserin Hirujo nimmt den Kampf gegen den einzigen Daimyo auf, der in der Lage ist, den kaiserlichen Armeen die Stirn zu bieten. Ein Umstand, der mehr als günstig ist für den Einsatz der Shinobi. Assassinen, halb Mensch, halb Dämon, denen man in einer Mischung aus Furcht und Faszination eine ganze Reihe verschiedener übernatürlicher Fähigkeiten zuschreibt. Sie verlassen ihren kargen Schlupfwinkel nur, wenn es darum geht, die gefährlichsten Aufgaben mit der größten Diskretion zu erledigen. Der furchterregendste unter ihnen ist der Hideyoshi-Clan und viele sind begierig, das Geheimnis seiner Macht zu lüften. Ja, ihr Lieben, Schatten der Shinobi aus dem Splitter Verlag, hier zu sehen, schön im Hardcover-Einband und hat 112 Seiten, kostet 22,80 und ist es meiner Meinung nach auf jeden Fall wert, der Preis. Das Preis-Leistungs-System ist hier auf jeden Fall in der Waage. Xu Zifeng hat hier auf jeden Fall eine richtig coole Arbeit abgeliefert, was man an dem Cover hier schon sehen kann. Das Cover verspricht auf jeden Fall nicht zu wenig, sage ich mal. Wir haben hier eine schöne Farbgebung und ihr seht schon, es ist schon ein bisschen eine brutale Darstellung mit diesen zwei abgeschlagenen Köpfen. Und das zieht sich auch durch das ganze Buch. Das muss man schon sagen, es ist ein Erwachsenenbuch. Und meiner Meinung nach würde ich sagen, so ab 16 Jahre aufwärts. Es ist auf jeden Fall kein Kinderbuch. Das möchte ich definitiv schon mal festlegen. Was es auch zum Festlegen gibt, ist, wenn man dieses Buch aufklappt, hat man hier diese wunderschöne Zeichnung. Also die ist wirklich bombastisch. Das springt einen sofort ins Auge. Das ist genial gemacht. Das gefällt mir. Das feiere ich gerade richtig, richtig hart. Ja. Zu den Zeichnungen. Wir haben hier einen sehr realitätsnahen Zeichenstil. Also das gefällt mir sehr gut. Vor allem in dem Genre von Low Fantasy, wo wir uns bewegen. Wirklich, wo wir in einer normalen Welt uns bewegen. Und dann nur teilweise Klitzekleinigkeiten sind, die wo halt entweder magisch sind oder fantastisch oder sowas. Und es ist sehr detailreich. Alles, was sehr nah ist, die ganzen Zeichnungen, die wirklich nah dran sind, sind super, super schön ausgearbeitet. Alles, was weiter weg ist, ist dann eher nicht so toll ausgearbeitet, sag ich mal. Macht der ganzen Sache aber keinen Abbruch. Es ist ja wirklich, wenn man in die Ferne guckt oder sowas, dann sieht man halt nur kleine Männchen oder sowas. Das ist völlig in Ordnung. Was ich auch ansprechen möchte, ist es halt, es ist teilweise sehr actionreich. Wir haben aber auch teilweise wirklich sehr ruhige Szenen, also da nimmt sich der Comic auch wirklich wieder Zeit, dem Leser auch die Zeit zu geben, erstmal das zu verarbeiten, was er die 5 Seiten vorher mitgemacht hat. Und was ich auch noch auf jeden Fall anschneiden möchte, was das Cover ja auch schon zeigt, es ist teilweise sehr, sehr blutig und es gibt auch diverse Nacktszenen. Ne? Alles in allem ist es aber wirklich sehr stimmungsvoll, auch farblich koloriert ist. Wir haben sehr knackig bunte Farben. Wir haben aber auch wieder Szenen, wo es halt einfach wirklich sehr, sehr ruhig zugeht. Dunkle Nachtszenen, die wirklich auch dann ja, die Stimmung perfekt wiedergeben. Super Handwerk hat er hier abgeliefert und macht wirklich Spaß anzuschauen. Und was auch Spaß gemacht hat, war die Story. Da befinden wir uns ja jetzt in der Feudalzeit von Japan. Und das bedeutet, wir haben Feudalismus, wer das kennt, das ist halt das Lehenswesen. Wir haben einen Kaiser, eine Kaiserin und die verleiht Lehen, Land natürlich an ihre Daimyos. Das sind halt die Herrscher, diese Barone. Und wie es halt auch immer so ist in der Politik, wenn einer mit was unzufrieden ist, dann schart er meistens noch viele andere um sich. Und ja, dann gibt es meistens einen Bürgerkrieg. Zumindest zu der Zeit. Heutzutage ja nicht mehr so, Gott sei Dank. Aber wir haben es hier mit einer ausgewachsenen Rebellion schon zu tun, wenn wir ins Comic einsteigen. Das Buch beginnt aber eher mystisch, sage ich mal, mit einem mysteriösen Zwischenfall, kann man schon so sagen. Ja, das geht darum, man sieht halt eine Gestalt über eine Mauer springen und das ist alles sehr düster gehalten und sowas. Also es ist wirklich ein cooler Einstieg. Weiter geht's dann auf diesen Überfall einer Reisegruppe. Das ist dann dieses, wo ich jetzt darauf zurückkomme. Das ist wirklich, man merkt, die Zerrüttung in dem Land ist real, ne? Wenn man das heutzutage so sieht. Und das zeigt halt auch dieser Überfall sehr. Und wir haben noch eine andere Szene, die eine schöne Vorbereitung zu einem festlichen Akt zeigt. Und das finde ich auch cool. Hier wurde wirklich
auch wieder aufs Detail geachtet. Es ist alles eh schon detailreich gezeichnet, aber auch beim Storytelling hatte man immer darauf geachtet, auch dieses, ja, wie soll man sagen, dieses wirklich typisch Japanische, was wir halt so kennen, rüberzubringen, dass zum Beispiel die Herrin des Hauses dieses Fest vorbereitet mit ihrer kompletten Dienerschaft und dass die Männer da zum Beispiel gar nicht so viel zu tun hatten. Auf der anderen Seite haben wir auch wieder dieses Ehresystem, sei schon dieses Ehreverhalten der Männer, dass man alles ehrenvoll halten muss, dass man ehrenvoll kämpfen muss, dass man ehrenvoll stirbt. Das wurde alles mit schön übertragen in diesem Comic. Und macht wirklich, wirklich Spaß zu lesen. Die Hauptprotagonisten sind allerdings Shinobi. Shinobi ist eine andere Bedeutung, beziehungsweise kann man mit dem Wort Ninja gleichsetzen. Ninja kennen wir halt jetzt hier im Westlichen besser, aber Shinobi bedeutet eigentlich dasselbe. Und die Shinobi, denen hat man früher nachgesagt, dass sie halt spezielle Kräfte haben, dass sie halb Dämonen sind, halb Menschen und dass sie deswegen solche super krassen Sachen vollführen können, wie sie es halt auch machen. Wir haben es hier mit Geschwistern zu tun, zwei Brüder und eine Schwester und das sind halt Shinobi aus dem Hiko-Clan, wo ich jetzt hier nicht ganz sicher bin, weil im Buch heißt Hiko-Clan, auf dem Buchrücken heißt Hideyoshi-Clan. Ob das jetzt ein Fehler vom Hersteller ist, weiß ich nicht. Aber wir haben hier zwei unterschiedliche Namen. Ich sage jetzt mal Hiko-Clan und um die geht's halt. Das sind die Hauptprotagonisten und die kriegen halt schöne Aufträge beziehungsweise einen großen Auftrag. Und was da genau abgeht, das müsst ihr selber lesen. Fazit für mich, nachdem das Buch ja keinen Nachfolger kriegen wird, weil das ist in sich geschlossen, kriegt es von mir auf jeden Fall 4 Sterne. Auch wenn ich sagen muss, dass ich das Ende ein bisschen holprig fand. Also die Geschichte baut sich super auf. Hat einen schönen Spannungsbogen bis in die Mitte rein, dann flacht sie mal wieder ein bisschen ab, dann gibt uns der Comic wieder diese typische Verschnaufpause und dann kommt das Ende, zack, zack, zack. Und ich dachte mir so, ho, das ging aber jetzt schnell. Kann man machen, hat mir jetzt nicht ganz so gefallen, trotzdem volle Punktzahl, weil das ist wirklich erstmal Kritik auf sehr hohem Niveau, sage ich, und vor allem, das ist dann eine Geschmackssache. Mir gefällt es trotzdem sehr, sehr gut, macht auch Spaß nochmal zu lesen und das Buch ist auf jeden Fall für Leute geeignet, sage ich mal, die auf die Feudalzeit in Japan stehen, die auf Low Fantasy stehen und die es nicht abschreckt, wenn es mal ein bisschen blutig wird. Von daher, für die Leute ist es definitiv geeignet und ich sag mal, für 23 Euro macht man hier absolut nichts verkehrt. Mich würde es mal interessieren, gefällt euch Japan in der Feudalzeit? Oder seid ihr Low Fantasy Fans, High Fantasy Fans? Ballert's mal in die Kommentare, wie es da euch so geht, ob euch das anspricht. Und ja, ich würde sagen, das war's von mir. Wir sehen uns demnächst wieder bei einer neuen Review hier auf Geekerigi, dem Nerd-Kanal. Ich wünsche euch eine schöne Zeit und ja, bis demnächst. Ciao, macht's gut!